Wunderbare Bilder, die hier aus der Landeshauptstadt nach Österreich und vielleicht auch weit darüber hinausgehen. Also ein ganz, ganz beeindruckendes Bild, das sich hier heute hier vor der Hofburg bietet. Und jetzt großer Applaus. Sehr geehrte Damen und Herren, dürfen Sie sich freuen auf ein Feuerwerk der Tiroler Tradition, wenn ich es einmal so bezeichnen darf. Sie erleben verschiedene Trachten, Sie erleben Trommler, wie sie hier jetzt im Anzug sind. Sie erleben Musikkapellen, Schützenkompanien, Traditionsverbände ohne Ende. Und das mit 26.000 Teilnehmern. Wie sie vom Land Tirol die Treue, muss ich sagen. Alles lernen. Alles lernen. Geht es nicht, Müller? Nicky Maltasch! Ja, komm her, Walter, wo bist du? Komm her, Walter! Von meinem eigenen Freund verroten, hä? Hofer! Ja. So, der Hofer ist auferstanden und wir werden ihm zu Ehren jetzt ein schönes Liedl singen, ein richtiger, echtes, tirolisches Liedl. Also! Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft so gewandt. Lasst uns hier zum Guten dienen, Tirol einig Vaterland. Alte Not geht es zu zwingen und wir zwingen sie vereint. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über scheint. Glück und Friede sei beschieden. Ach, wie schneidet sie ihr schlecht, ihr Tiroler? Reichten Völkern eure Hand. Anderl! Ach, wie schneidet sie ihr schlecht, ihr Tiroler? Anderl! Schlagen wir des Volkes Wein. Lasst uns nicht des Friedens scheiden.
der Veranstaltung etwas organisatorisch vorbereitet haben, gratulieren. Ich bin doch bei vielen Veranstaltungen als Bundeskanzler, aber mit so viel Ehrenamtlichkeit, mit so viel Freiwilligkeit, Engagement und Einsatz für anderen, das ist schon etwas Besonderes für Kultur, für Brauchtum, für geschichtliche Wurzeln, aber auch für die Zukunft. Europa ist stolz darauf hinweisen zu können, dass wir die längste Periode des Friedens haben, bewahren und auch vor uns haben wollen. Und heute war sicher eine Veranstaltung, die auch die Stärken aufgezeigt haben. Ich möchte daher allen, die teilgenommen haben, gratulieren. Ich bin stolz darauf, in einem Land Bundeskanzler zu sein, das so viel an Engagement, so viel an Kultur, so viel an Geschichte verbindet mit allen Generationen. Praktisch wie in einer Familie, aus allen Generationen sind die Teilnehmer gekommen. Danke vielmals, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank. Ich darf nun den Herrn Bundespräsidenten für sein Statement bitten. Ich möchte mich auch an dieser Stelle und in diesem Rahmen noch einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken. Ich hatte schon vor Beginn die Möglichkeit, einige Gedanken zu formulieren, vor allem zu dem klug gewählten Thema, und ich war froh, wie viel auch Zukunft und Jugend und Optimismus erkennbar war. Ich habe ein sehr positives Urteil über die Buntheit, über die Lebendigkeit, über den Pluralismus, über die Kraft der verschiedenen Ortschaften und Landschaften und Kulturlandschaften, die hier manifest geworden ist. Und ich fühle mich auch bestärkt in meiner Auffassung, dass wir heute einen Zustand erreicht haben, wo wir in friedlicher, freundschaftlicher Weise zusammenleben können, Gedanken austauschen können, aufeinander Rücksicht nehmen und an der europäischen Idee einer humanistischen, humanen Zusammenarbeit, eines Zusammenwirkens weiterarbeiten können. Ich glaube zu wissen, dass da sehr viel Arbeit geleistet wurde in der Vorbereitung. Es ist alles auch so friedlich und glatt über die Bühne gegangen, möchte ich herzlich gratulieren. Und in 25 Jahren werden wir schauen, wie weit wir gekommen sind. Danke. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident.